So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid Autosport zusammen mit Paul Meissner. Hallo! Wir spielen jetzt Tuner NSX Cup Zeitfahren. Gewinnt 1:1 ein Rennen ohne Watson Aston. Ja, leider. Hurra! Ja, oder so. Und zwar mit der Strecke Circuit of the Americas, GP-Strecke Inverse, 5,5 Kilometer. Richtig. Aber ich kann ja mal ein bisschen nachahmen, wie es wäre, wenn Watson 18 hier wäre. Was für eine Strecke. Mann, Alter. Kein Bock, ey. Mann, Alter. Ich gehe gleich raus. Was lachst du denn jetzt? Ja, guck, da ist doch der eine Wagen, das bin ich. Hä, welcher? Der mit der Grid 2 Lackierung. Achso, da hinten, ja. Sehr gut. Runden in Führung 64. Herzlich willkommen. Was kostet wertvolle Zeit? Er kommt von der Strecke ab. Boah, richtig flüssig, wie die hier langfahren bei mir. Richtig flüssig. Bei mir läuft's flüssig. Und das Spiel auch. Auch. So, Wartemission 1. Bereit. 1. Beep. So, Zeitfahrt, ne? Mhm. Okay, sehr schön. Das da oben sieht immer aus wie so eine Rutsche irgendwie. Ja, stimmt. Dieses Dach. Auch ein ziemlich merkwürdiges Dach. So, mein Meister ist direkt vor mir, ne? Hä? Ja, du hast ja, ich sehe das ja in der Lackierung. Ach, da bist du, ja. Okay. Ah, shit. Okay, das war gar nicht so schlecht. Okay, jetzt bin ich wieder direkt hinter dir, glaube ich. Ja, tschüss, ne? Ich fahr mal ganz schnell weg. Ja, ich wollte ganz schnell hinterher. Nee, ich bin aber schneller. Nee, nee. Sehr schön genommen hier. Ganz eng. Die Kurve. Bin ich wieder näher dran an Paul Meister. Überhole ihn jetzt hier auch gerade und ja, geschafft. Ah, scheiße, Mann. Oh ja, jetzt habe ich hier auch einen Fehler gemacht, das habe ich echt nicht. Oh, das hat nicht jetzt abkürzen gezählt, wie geil. Nice, dann ist hier gar nicht so schlecht die Runde. Hm. Oh, Sound und Backziel. Drei Runden, oder? Ja. Boah, schon wieder so eine lange Strecke, ne? Ja, ah, jetzt wieder ein Kommgegner, glaube ich. Den ich jetzt überhole. Da vorne ist Paul Meister. Wieder so eine harte Handelkurve. So. Lap 0 steht da oben. Frag mich, ob die Anzeige so, überhaupt ich funktioniert. Ich bin erstmal Erster, aber Letendo hat mich überholt. Was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, das ist ja super. Und Thünen hat mich natürlich auch überholt. Oh, ja, Vierter, Alter. Und jetzt habe ich mich voll rausgedreht. Ja, okay, die Runde wird auf jeden Fall nicht besser. Werde ich wohl auf die Dritte hoffen müssen. Also ich habe es nicht genau gesehen. Entweder weil mich jemand umgedreht hat oder weil es meine eigene Schuld war. Ja, ich fahre hier einfach mal lang, ne? Und ich bin leider Vierter.
Schade eigentlich. Ich wollte Erster werden, Mann! Oder Zweiter. Na, na, na. Nicht so hektisch. Mit der Zeit sieht es gar nicht so schlecht aus. Wo ist die neue Runde? Ach, ja, später. Komm, Alter! Ich hätte gar keine andere Wahl, als da diese Straflinie zu überfahren. Ah, die Kurve habe ich auch wieder ziemlich gut genommen, finde ich. Bremspunkt super bekommen. Ah, scheiße, das hat jetzt gezählt als Straflinie. Fuck, Alter. Fahr, nein! Fahr! Fahr! Alter! Scheiße, Mann! Oh. Ah! Mann, Alter! Das war natürlich genauso, dass ich sie nicht überholen kann. Penner, Alter. Ja, okay, die Runde wird nicht gut. Das Auto hat gefurzt! So. War das jetzt die. Das war die zweite, oder? Oder die letzte? Okay, die zweite. Oh, Alter, kann ich schon wieder vergessen, die Runde, ey. Ja, ich darf die jetzt mal nicht verkacken. Ganz vorsichtig fahren. Welcher Platz bin ich eigentlich? Dritter immer noch. Und du? Ja, Vierter. Okay. Da habe ich den Tünn mal hier schön rausgedreht. Was mir leider nichts gebracht hat, weil er doch nicht rausgedreht wurde. Was war denn da schnell Straflinie bitte, Alter? Oh, scheiße auch. Habe ich auch gehabt jetzt hier. Mann, der Tünn ist so gut, Alter. Ach, Mann, ey. Ja, immer wenn ich die Sicht umschalte, dann gehen die Scheibenwischer einmal an. Irgendwie merkwürdig. Ach, scheiße, Mann. Oh, da ist Paul Massa. Ah, die Runde ist echt für den Arsch, ey. Sehen an seiner Grid 2 Lackierung. Was machst denn du da? Was ist das denn? Hä? Hast du irgendwas gebracht? Hä, was machst du da? Ich kürze richtig hart ab, aber es funktioniert nicht. Scheiße. Alles klar. Fahr, Kackwagen. Tschüss, ne? Alter. Ich kann meine Runde noch verbessern, wenn ich jetzt... Also es könnte was werden. Ah. Mann, Alter! Oh. Ja, okay, verkackt auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ja, die Anzeige da funktioniert überhaupt nicht. Es steht mal Lap 0. Ist ja dumm, ey. So, und zweiter. Geil. Nur 0,7 hinter dem Tünn. Das wird massig Cash geben, Alter. Mensch, da bin ich leider nur Vierter. Ärgerlich aber auch, ey. Schauen wir mal. 2800 EP. Okay, ich hab einen, ne? 50 G-Dollar Belohnung wegen Erfolge. Jetzt hier 1700 Fahrzeug. EP und Fahrzeug, oh. Level 13. Level... Ja, 22. Und Geld. 14.400. 7.500. Okay, dann geht's weiter im nächsten Rennen. So, weiter geht es mit dem nächsten Event und zwar Street Alfa Romeo 4C Cup Rennen, Event 1&1, ein Rennen. Ja, und zwar auf der Strecke. Man, doch Hockenheimring Kurzstrecke. Ha, so bevor es angezeigt wurde, 3,7 Kilometer. Ja.
So mit dem Alfa Romeo 4C, ist ja klar. Diesmal fast der Hälfte, doch, die Hälfte Kommspieler. Also nicht Kommspieler. Ja, und die andere Hälfte dann Kommspieler, klar. Und bei Nacht. Und der Mond hat sogar so zur Hälfte angeleuchtet. Ja, Halbmond. Sieht man in der Lackierung gar nicht. Dunkel ist. Im Auge behalten. So ein M. Murawab, oder wie der hieß, im Auge behalten. Genau. Ja, und jetzt glänzt die Lackierung auf einmal, oder was? In der Vorschau war die matt. Ja. Das ist ja interessant. Okay, ich stehe wieder als erstes. Finde ich ganz gut eigentlich, ne? So, du hast die Mattlackierung. Wo bist du denn? Na, ich bin direkt vor dir. Schwarz-gelbe. Ah ja, da. Okay. Willst du da aufpassen, dass ich hier nicht rausgedreht werde? Ja. Okay, oh! Alter, wieder fast rausgedreht, ne? So. Ja, die Leute rammen sich hier schon fröhlich. Das ist toll. Ich muss euren Schaden dann nicht bezahlen, ne? So. Schön ist immer ordentlich Gas geben hier. So. Welche Platz bist du? Ich bin Dritter. Okay. Ich bin, glaube ich, wenn das da vorne der Erste ist, dann bin ich 1, 2, 3, 4, 5. Der Erste ist doch der mit der weißen Lackierung, oder? Ja. Weißt du, bist Fünfter? Ja. Ja. Okay, sehr nice. Erster. Ja. Ich bin immer noch Fünfter. Aber ich komme auch ran. Ja, jetzt Alter. Wie kann der denn schneller sein als ich? Geht doch gar nicht. Ja, jetzt habe ich eine Strafe bekommen. Sechster. Ja, komm, jetzt überholen mich alle, Alter. Wieso denn? Als ob mein Fahrzeug langsamer wäre. Jetzt ist dieser Domotix hinter mir. Ja, er sitzt da nicht zu überholen. Fuck. Wieso sind die, überholen die mich plötzlich alle? Gib doch Vollgas. Geht gar nicht, Alter. Es geht überhaupt nicht. Ja, rammt euch halt. Ganz toll. Och nö, Mann. Und jetzt ist meine Scheibe gesprungen. Ach, kacke, ey. Hä? Der hat einen Fehler gemacht, Alter. Jetzt bin ich ja meilenweit Erster. Oder ist er ausgeschieden? Nee, der ist noch im Rennen. Es sind noch 12 Spieler im Rennen. Gut, da komme ich in die letzte Runde. So. Wie der Motor sich anhört. Ja, hört sich echt richtig wie so ein. Wie so ein schönes Schnurren. Ja, weil es bei mir jetzt irgendwie auch so ein bisschen kaputt ist, deswegen hört es sich anders an. Ja, genau. Erstmal wieder. Hallo, Alter. Ja, Alter! Der Wagen dreht sich auf der Stelle einfach.
Nur weil ich auf dem Rasen gefahren bin. Oh ja, sieht aber gut aus jetzt. Also die sind nicht so nah dran, die anderen Spieler. Spucks. So, letzte Kurve. Sparko. Und mit Abstand erster. Tja, und auf welchem Platz bin ich? Du bist neunter. Ja. Ich komme sogar nicht mal ins Ziel. Ah. Toll. Mensch. Luca Schmidt ist auch ein Deutscher. Ja. So. Und Level 24. 561 und Geld 5258. Boah, Geld kriege ich 11.500, nice. Okay, dann geht's im nächsten Rennen weiter. So, weiter geht es mit dem nächsten Event. Und zwar Street Alfa Romeo 4C Cup. Zeitfahren. Event 1 von 1, ein Rennen. Ja, und zwar mit der Strecke. Fällt mir nicht mehr ein, aber ich sehe sie jetzt ja. Intercity Istanbul Park Grand Prix Strecke B, 3,5 Kilometer. Grand Prix Strecke B. Nein, Grand Prix. Ja. Weißt du noch, wo Robert einmal so diskutiert hat, dass es Grand Prix heißt? Ja. Nicht Grand Prix. Wir sind hier in Deutschland, da spricht man es Grand Prix aus. Grand Prix. Im Auge behalten, Pollmeister Durchschnittsgeschwindigkeit 255. So, ich starte auf Platz 10, Pollmeister Platz 9, Tünn auf Platz 11 und M. Murawa auf Platz 12. Luca Schmidt auf Platz 6. Ist Zeitfahren, ne? Stimmt. Ja. Intercity, Istanbul Park. Ja, wie oft es da oben steht, Alter, wie unnötig. Es ist lustig, wie so die ganze Zeit so vorbeifahren immer das gleiche Geräusch kommt. Bereit machen. Eins, üb. Go. So. Schauen wir doch mal. Ah, fuck, erstmal abgekürzt, ist klar. Oh Gott. Also die Kurve war ein bisschen merkwürdig genommen gerade von mir. Ein Wunder, dass ich mich nicht gedreht habe. Sind die alle langsam irgendwie. So. Ui. Schauen wir mal, hoffentlich ist hier keine versteckte Kurve irgendwo. Oh. Ja. Welche Lackierung hast du? Wieder die schwarze mit dem gelben Streifen. Okay. Ich habe wieder die Standardlackierung. Und gedreht. Toll. Da wollte ich wohl zu viel. Da oben ist ein Flugzeug. Das ist ja cool.
So. Schon wieder eine sehr lange Strecke, oder? Ja, scheint so. Aber ich bin natürlich erstmal Erster. Mal gucken, ob das so bleibt. Ja, natürlich nicht. Der Tün mal wieder vor mir. So, Zeitfahren ist nicht so meine Disziplin, obwohl ich immer ziemlich gute Platzierungen habe, aber ja, ist der Tün immer noch besser. Siehst du, auf welchem Platz ich bin? Nee. Mann! Muss jetzt mal hoffen. Alter, warum bin ich jetzt so lange ausgebremst? Eine fehlerfreie Runde zu fahren. Scheiße. Keine bessere Zeit, glaube ich. Oh, wieder rausgekommen an der Stelle hier. Ah, diesmal wenigstens nicht gedreht. Die habe ich gut genommen, glaube ich, die Kurve. So. Okay, scheiße, keine bessere Zeit. Ja, bei mir müsste es eigentlich eine bessere Zeit werden, weil ich habe diesmal keinen Fehler gemacht. Jetzt bin ich auch Dritter, scheiße. Siehst du, auf welchem Platz ich Mann. bin? Ja, Vierter. Okay. Alter, jetzt habe ich mich natürlich wieder gedreht, ne? Ach komm, ey. Ich glaube, es wird auch keine bessere Runde. Ach Mann. Okay, die Kurve habe ich scheiße genommen. Mann, ich hab doch nicht abgekürzt, Alter. Ja, okay, es ist keine bessere Runde. So, war es eine echt lange Runde hier, ne? Ja, okay. Vierter.
War sogar 2 Sekunden hinter dir. Aber die zweite Runde war eigentlich am besten. Ja, bei mir war die erste am besten. Und ich kriege ja nochmal 50% EP-Boost, ne? Weil ich mir den DLC gekauft habe. 17.000. Ja. Okay, dann geht's im nächsten Part weiter mit dem nächsten Rennen. Ja. Also bis zum nächsten Part und tschüss. Tschüssi.